Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein von euch sehr, sehr angefragtes Video und zwar den What's on my phone Tag. Die Leute, die mich auf Twitter verfolgen, wissen vielleicht, dass ich mir ein neues Handy bestellt habe und es endlich nach fast 2 Monaten angekommen ist. Und dann kamen tausende Nachrichten, bitte, bitte mach einen neuen What's on my phone Tag und den kriegt ihr wie gesagt jetzt. Erstmal, bevor ich anfange und näher auf meine Apps eingehe, will ich euch kurz so ein paar Grundsachen sagen. Ich habe mir jetzt das iPhone 6 Plus bestellt. Und zwar hatte ich vorher das iPhone 5, das ganz normale 5er. Aber es ist mir wirklich einige Male runtergefallen. Und wieder mal die Leute von Twitter haben schon einige Bilder gesehen, wie kaputt mein Handy war. Und ich bin super zufrieden mit dem Handy. Ich liebe es einfach unnormal. Ich habe mich für die Farbe Gold entschieden, aber im Moment trage ich eigentlich diese pinke Hülle. Also das ist, ihr seht auch meine Finger hier durch, so eine ganz transparente, ganz dünne, bewegliche Hülle, die auch nur hinten das schützt. Und die mache ich jetzt auch mal flott dran. Geh doch dran. So. Sonst gibt es nichts zu sagen. Eine Sache, ihr könnt mir gerne all eure Lieblings-Apps einmal in die Kommentare schreiben. Ich lasse mich natürlich gerne von euch inspirieren. So, dann fangen wir jetzt direkt mal an. Und zwar würde ich sagen, mit meinem Sperrbildschirm. Das ist einfach so eine kleine Collage mit 2 Fotos von Julian und mir. Jetzt entsperre ich das Handy mal mit dieser coolen Touch-ID-Funktion. Finde ich mega praktisch. Hatte ich vorher auf meinem alten Handy nicht. Und das erleichtert doch einiges. Und wie ihr seht, habe ich 3 Seiten mit Apps auf meinem Handy. Und zwar fangen wir auf der ersten Seite mal an, denn die sind natürlich alle sortiert. Und auf der allerersten Seite habe ich eigentlich nur Apps, die von Apple selbst schon drauf waren. Die, die ihr hier seht, sind Apps, die ich auch regelmäßig benutze. Zum Beispiel Einstellungen, Musik, Kamera, Uhr, Wetter, Fotos. Aber jetzt sind hier auch noch 3 Apps, die ich mir selbst runtergeladen habe. Und zwar ist das einmal die web.de-mail-App. Also wo ich einfach meine E-Mails mit verwalten kann. Und dann habe ich hier einmal den Speedtest. Und das zeige ich euch kurz. Hiermit kann ich nämlich die Schnelligkeit vom Internet messen. Wenn ich zum Beispiel mal nicht zu Hause bin und trotzdem ein Video hochladen will, dann kann ich damit eben, indem ich auf Test starten drücke, die Geschwindigkeit messen. Dann habe ich hier einfach noch die Sparkassen-App, wo ich einfach gucken kann, wie viel Geld habe ich noch auf dem Konto und, und. Und jetzt seht ihr hier 2 Ordner. Einmal den Ordner Extras. Hier sind alle Apps von Apple drin, die ich eigentlich nie benutze, aber auch nicht löschen kann. Zum Beispiel Kompass, Sprachmemos, iBook. Deswegen habe ich die alle in diesen Ordner hier gebunkert, damit sie mich nicht weiter stören und keinen Platz wegnehmen. Und dann habe ich hier noch den Ordner, zum Beispiel Pages oder Numbers, also Schreibprogramme, sowas wie Excel, Keynote, damit kann man halt so coole Notizen machen, wo man Bilder einfügt und so. Und unter anderem ist hier iMovie drin. Und iMovie ist echt so cool, denn normalerweise schneide ich meine Filme auf dem Computer auch immer mit iMovie und jetzt kann ich das eben hier auf dem Handy auch machen. Das ist vor allem cool, wenn ich Follow Me Arounds schneide, weil ich die eben auch ganz oft mit dem Handy drehe und die kann ich eben jetzt auch einfach anfangen mit dem Handy dann zu bearbeiten. Und dann würde ich sagen, ach so, hier unten, das ist natürlich auch noch wichtig zu wissen, hier habe ich einfach Telefon und Nachrichten und WhatsApp, ganz, ganz wichtig. Ich schreibe fast nur über WhatsApp und natürlich Safari, den ganz normalen Internetbrowser. Den brauche ich natürlich auch sehr, sehr oft. Dann geht es hier weiter auf die nächste Seite. Und zwar ist hier auf dieser Seite alles drauf, was eigentlich mit YouTube zu tun hat. Fängt mit der YouTube-App an. Dann geht es weiter mit einer zweiten YouTube-App, die heißt Studio. Und die ist für alle Leute, die eigentlich einen YouTube-Kanal haben, super interessant und wichtig. Damit kann man nämlich alle Kommentare sehen, die man die letzte Zeit bekommen hat. Und man kann einfach Videos bearbeiten, das heißt die Infobox bearbeiten und einfach in die Analytics von den Videos gehen. Und dann kommen wir zu einer der nächsten Apps, das ist Twitter. Und die ist echt mein Leben im Moment, eine der wichtigsten Apps für mich. Und wenn ihr mir noch nicht auf Twitter folgt, tut das doch bitte. Ich würde mich unendlich freuen. Ich heiße da einfach @bibisbeauty. Ich blende euch den Namen aber jetzt nochmal ein. Und ich verbringe eigentlich den ganzen Tag auf Twitter. Tja, ich liebe Twitter einfach über alles. Dann darf Instagram natürlich nicht fehlen. Hier bin ich natürlich auch sehr, sehr oft am Tag drauf. Und poste eigentlich jeden Tag mindestens ein Foto. Dann geht's weiter mit Facebook. Das ist einmal meine private Facebook-App und dann der Facebook-Seitenmanager. Für mich auch eine der wichtigsten Apps,
denn hier kann ich einfach meine Bibis Beauty Palace Seite verwalten. Ich kann Sachen posten, gucken, meine Kommentare verwalten, eure Kommentare lesen, eure Nachrichten beantworten, eure privaten. Und ja, hier bin ich eigentlich auch sehr aktiv, poste mehrfach am Tag was. Auch hier schaut gerne bei mir vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf meinen Social Media Seiten folgt, um eben auch einfach aktuell immer zu bleiben und nichts zu verpassen. Huch! Dann geht es weiter und zwar mit Hootsuite. Ich weiß nicht, ob ihr diese App, und zwar ist sie super cool, denn wenn ich mal zum Beispiel unterwegs bin, wenn ein neues Video online kommt oder einfach gerade nichts schreiben kann, dann kann ich über Hootsuite einfach Nachrichten einplanen. Und dann gehen sie eben automatisch online. Das heißt, ich plane zum Beispiel ab und zu mal einen Videolink ein, damit ihr trotzdem wisst, das Video kommt online. Auch wenn ich gerade vielleicht nicht am Internet sein kann, wisst ihr dann trotzdem Bescheid. Und dann machen wir weiter mit WeTransfer. Eigentlich auch eine sehr coole App. Hiermit kann man einfach ganz große Dateien hin und her schicken, die man zum Beispiel nicht als normalen Anhang in der E-Mail verschicken kann. Shazam oder Shazam, ich weiß nicht, wie ihr es am liebsten ausgesprochen haben möchtet. Auf jeden Fall ist diese App natürlich auch mega cool. Ich glaube, die kennt ihr auch alle. Wenn man zum Beispiel ein Lied erkannt haben möchte, wo man nicht weiß, wie heißt das eigentlich, speichert er dann alles unter Tags. Und ich habe tatsächlich noch keinen Tag hier drauf, weil ich mein Handy eben noch so neu habe. Aber ich benutze diese App eigentlich wirklich sehr, sehr oft. Und dann kommen wir zu Spotify. Eine sehr geile Musik-App. Allerdings benutze ich die echt erst seit ein paar Tagen. Ich dachte mir, ich muss das jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich finde diese App einfach so cool, weil ihr könnt wirklich suchen nach was ihr wollt. Dann drückt ihr einfach hier drauf, zur Playlist hinzufügen. Und dann könnt ihr es einfach zu eurer privaten Playlist hinzufügen. Aber ihr könnt auch zum Beispiel einfach auf bestimmte Musikrichtungen gehen und euch vorhandene Playlists anhören. Oder einfach zufällig hören. Ihr könnt Radio darüber hören. Für alle Leute, die Musik lieben, kann ich das nur empfehlen. Und dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Album hier. Da sind einfach meine ganzen Bearbeitungsprogramme drauf, die ich so tagtäglich benutze. Einmal Facetune. Die App kennt ihr wahrscheinlich alle. Damit kann man einfach, abgesehen von coolen Filtern und Effekten, grundlegende Sachen bearbeiten, das Bild beschneiden. Und wenn man zum Beispiel irgendwo mal einen fiesen Pickel hat, dann kann man den zum Beispiel hier mit diesem Glätte-Modus auch wegmachen. Dann haben wir hier Snapseed, für mich eine der besten Bearbeitungsprogramme, weil die einfach so unendlich vielfältig ist. Man kann so viele Dinge damit anstellen, einstellen, bearbeiten. Dann habe ich mir mal neu runtergeladen, Photoshop. Die App davon ist wirklich super einfach und wenn man einfach mal ein Foto ganz flott bearbeiten will, ist diese App echt super gut. Dann PixArt, auch eine Bearbeitungs-App wie Photoshop, womit man einfach ganz, ganz viele Funktionen hat. Finde ich auch sehr, sehr cool und habe ich allerdings jetzt noch nicht so oft angewendet, weil ich sie auch sehr, sehr neu habe. Dann kennen wahrscheinlich auch einige von euch ViscoCam und hier finde ich einfach, sind ein paar richtig, richtig schöne Filter drauf. Dann habe ich noch Diptyque, womit ich einfach Collagen erstelle ab und zu, zum Beispiel diese hier. Und die ist einfach super leicht auch zu bedienen, weshalb ich die App sehr gerne benutze. Und dann seht ihr hier unten noch zwei Insta-Size-Apps. Hiermit kann man einfach Bilder bearbeiten, die zum Beispiel Querformat haben. Dann legt diese App einfach, egal ob Foto oder Video, einen weißen Rahmen drum, dass es im Endeffekt ein Quadrat wird. Und damit sind wir auch schon auf der dritten Seite. Und das ist meine absolute Spaßseite, wie man jetzt wahrscheinlich schon auch erkennt. Und hier habe ich super viele Spiele drauf und auch noch so ein paar andere Programme. Ein Spiel, was ich im Moment mega liebe und neu entdeckt habe, ist Fingers heißt das. Und zwar funktioniert das so, man legt den Finger auf den Display und jetzt muss man irgendwie an diesen Dingern hier vorbeikommen, ohne dass man sie berührt, denn dann ist man platt. Und ja, so versucht man dann einfach so weit wie möglich zu kommen, bis man eben irgendwo gegenkommt. Das macht echt mega Spaß und davon bin ich echt schon ein bisschen süchtig im Moment. Dann habe ich hier natürlich auch noch ein paar andere Spiele, die ich jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf durchgehe und die ihr wahrscheinlich auch kennt. Candy Crush, Diamond Dash, dann haben wir Hill Climb, was ich im Moment auch unendlich gerne spiele, Hill Climb Racing. Und ich ärgere mich so, denn ich war so gut in dem Spiel und jetzt dadurch, dass ich das neue Handy habe und die App neu downloaden musste, muss ich eben wieder bei Null anfangen. Und naja, so ist das eben.
Tiny Wings, Piano Tiles, Temple Run, Sonic Dash, Fruit Ninja, Bike Races. Dann kommen wir nochmal zu ein paar anderen Apps außer Spielen. Und zwar ist es einmal Draw Tour. Und diese App finde ich einfach so genial. Ihr könnt jetzt zum Beispiel einfach eine Farbe und die Dicke eures Stiftes auswählen. Und dann schreibt oder malt ihr hier irgendwas. Ich male jetzt zum Beispiel mal ein Herz. Und dann könnt ihr das einfach zum Beispiel per iMessage verschicken. Das ist ein Link und ich verschicke den zum Beispiel jetzt mal an den Julian. Und wenn ich dem Julian das jetzt schicke und er drückt da gleich drauf, dann kommt er auf eine Seite, wo er als Video abgespielt bekommt, wie ich das eben male. Und das finde ich einfach mega lustig und cool zur Unterhaltung. Geantwortet, was soll das? Dann habe ich hier noch Promiflash. Und zwar sind das einfach Klatsch- und Tratsch-Beiträge über Stars, Prominente und ja, einfach so eine Online-Zeitschrift eigentlich. Und wenn mir langweilig ist, dann lese ich da gerne mal ein bisschen durch. Cine-Trailer, die habe ich auch neu entdeckt und finde sie mega genial. Denn ich gehe super gerne ins Kino und Filme gucken. Das ist echt eine große Leidenschaft von mir. Und dann seht ihr hier direkt das Kinoprogramm. Dann könnt ihr aber auch alle Trailer von allen aktuellen Filmen sehen. Ihr könnt Vorschauen an Kinofilmen anschauen und das finde ich einfach sehr, sehr cool. Und die allerletzte App heißt Fashion Freaks. Und die App ist einfach für alle, die Mode lieben, sehr, sehr cool. Und da sind einfach ganz viele Leute angemeldet, die Fotos von ihren Outfits posten. Und dann ist da zum Beispiel so ein Plättchen drauf. Jetzt kann man einmal auf Suchen gehen und dann findet ihr alle Leute, die so ähnliche Pullis haben und seht, wie die das eben kombinieren. Oder ihr geht auf Shop It und dann seht ihr, woher ist der Pulli. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr coole Idee, wenn man einfach mal nach neuen Modetrends oder nach neuen coolen Outfits Ausschau hält. Und das war's mit meinen Apps auf dem Handy. Das war's mit meinem What's on my phone Tag und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat, dass es informativ war. Ich konnte natürlich jetzt nicht auf jede App super detailliert eingehen, euch erklären, wie das funktioniert, was ich damit mache, denn dann wäre das Video einfach viel zu lang geworden, weil ich einfach schon einige Apps auf dem Handy habe. Würde mich wirklich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Mir hat es sehr Spaß gemacht, es euch zu drehen. Dann habe ich am Ende noch eine sehr wichtige Frage an euch und zwar habe ich die letzte Zeit relativ viel Beauty- und Lifestyle-Videos gedreht und einige von euch haben mich gefragt, wann kommt eigentlich nochmal ein Comedy-Video? Und das ist meine Frage an euch. Habt ihr Lust, dass ich mit dem Julian für Sonntag eine richtig lustige Challenge oder vielleicht auch nochmal ein neues 10-Arten-Video drehe? Dann zeigt uns das, indem ihr diesem Video einen dicken Daumen nach oben gebt. Dann wissen wir, dass ihr da wieder Bock drauf habt und gerne könnt ihr uns natürlich eure Ideen in die Kommentare schreiben. Und das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und am Ende verlinke ich euch nochmal zwei meiner alten Videos. Und zwar gibt's auf dieser Seite einmal das Wahrheit oder Pflicht Video mit dem Julian und auf der anderen Seite verlinke ich euch nochmal mein Türkei Follow Me Around. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder mit ein. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.